Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 2. Zum dritten Part von der heutigen Aufnahmesession. Ich möchte mal darauf hinweisen, ich habe auch des Häufigeren schon mal mitgekriegt, dass viele sagen, da ich kein cinematisches Ende mehr mache, also sprich, oder überdramatisiertes Ende oder was auch immer, liegt vielleicht daran, dass ich mich daran gewöhnt habe, einfach einen Part zu beenden auch. Weil damals bei Assassin's Creed habe ich irgendwie mich noch irgendwo hingestellt, habe die Kamera geschwenkt, USB, noch ein paar Worte gefunden. Und mittlerweile ist das einfach nur noch so ein... Ich mache einfach mal... Alter, ist das genial. Entschuldigung. Habe mich ablenken lassen. Es ist auch einfach so. Nach einer gewissen Zeit lacht man sich einfach so, okay, das ist das Spiel, fertig, Punkt. Und ja, alles, was eigentlich so besonders ein... vorkam zum Anfang deiner Zeit, erscheint einem dann doch relativ langweilig im Nachhinein, weil man immer wieder dasselbe macht. Man startet ein Spiel, capturet seine Zeit lang da das ab, kommt dann irgendwann zum Spielende, weil nichts mehr zu tun ist, obwohl vielleicht das Spiel einfach fantastisch ist und man einfach stundenlang noch weiterspielen möchte, und stellt dann fest, wozu habe ich das als eigentlich gemacht? Ja, ich weiß, warum ich das mache. Ich mache es, weil es mir Spaß macht, weil ich einfach mein Hobby verbinden möchte mit diesen... ich zeige euch mal, was ich so eventuell drauf habe, falls irgendwelche Interessen bezüglich Gaming da sind. Ich zeige auch immer häufig Spiele, wo man kooperativ spielen kann auch. In der nächsten Zeit wird eher weniger sein natürlich, aber trotzdem noch genügend. Und ja, deswegen, also müsst ihr halt alle mal wissen, warum ich das mache. Ne, damit ich nicht mal so verwundert gefragt hätte, hey, sag mal, warum machst du das eigentlich? Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Nimm die größere! Ah, Scorpio ist hier. Ja, ich bin da. So, eine anscheinend in Anführungszeichen Hauptmission. Soweit ich weiß, sind Sie neu auf der Insel, mein Freund. Es wäre doch tragisch, wenn Sie sich als Spion entpuppen würden. Ich bin einfach mal still, ganz kurz. Irgendwie ist er mir sowieso am sympathischsten, der Herr von den Ula Boys. Wirklich, also die Dame... Haben Sie schon von Kampung Bahari gehört, Serdadu? Es ist für uns Ulas ein überaus heiliges Dorf. Denn es ist die letzte Ruhestätte eines unserer meistverehrten Ahnen. Viele junge Ulas reisen nach Kampung Bahari, um den dortigen Schrein zu besuchen. Und auch ich habe das schon oft getan. Unglücklicherweise hat dieser widerwärtige Teufel vom Präsident keinen Respekt vor der Geschichte seines Landes und hat das Dorf als Vorbereitung für den Abriss absperren lassen. Vermutlich will er die Gegend mit noch einem Casino oder Hotel verschandeln. Das darf nicht geschehen, Scorpio. Sie müssen uns helfen, unser rechtmäßiges Eigentum zurückzuerobern. Ja, und eins merke ich auf jeden Fall, ich muss unbedingt nochmal Musik einen Zacken leiser stellen. Weil gerade in solchen Szenen, wo irgendwie die Katzen sind, ist die Musik einfach unfassbar laut. Wobei ich glaube, ich habe Musik sowieso schon aus, ne? So, komm. Einstellungen. Audio-Einstellungen. Ja, Musiklautstärke 1. Counts. Okay, Bruder, helfen Sie uns, zur anderen Seite des Dorfes zu kommen, wo ich mich in die Kommunikation des Feindes hacke und die Anweisung sende, die Waffen niederzulegen. Sorgen Sie dafür, dass ich am Leben bleibe, Scorpio! Das ist einfach unfassbar dämlich gemacht mit dem Der Katzen. Eingang ist gesichert! Sammeln, Ulas! Dass sie halt so laut sind. Waren das gerade Waffen noch aus dem letzten Speicher? Jetzt nehmen wir den Rest des Dorfs ein! Befreit diesen heiligen Ort von dem Gestank der Regierungswürmer! Ach nein, hier hätte ich Munition gekriegt beim letzten Mal. Den Tempel sichern! Keine Gnade!
Ich krieg eine Grizzly. Ja, hätte ich Munition gekriegt. Okay. Und mir fällt noch was ein, was ich hier beim letzten Mal nicht geschafft habe mehr. Einfach aus Munitionsgründen die Statue zerstören. Ja, schaffe ich es ja diesmal. Ah, lass mich auch, ja, sie lassen auch Granaten fallen. Heckenschützen! Ihr Job, Scorpio! Deckung! Wir haben diesen heiligen Tempel zurückerobert. Die Ahnen werden zufrieden sein. Huch! Was ist denn jetzt los? Ich wollte eigentlich nur noch mal wegrennen da. Von links aus nach rechts. What? Jetzt hat mich die Statue gekillt? What the hell? Komm schon, das darf doch nicht sein. Der Eingang ist gesichert. Sammeln, Ulas! Erledigt ihn! Okay. Klar, der Techniker ist natürlich ganz weit hinten. Und alle anderen so gut wie vorne sind. Jetzt haben wir ihn! Toll, und der Techniker. Nehmen wir den Rest des Dorfs ein! Unfassbar, der Techniker ist jetzt auch noch der Einzige, der noch lebt. Vor allem befreit noch diesen heiligen Ort von dem Gestank der Regierungswürmer! Ich sitze in der Falle! Den Tempel sichern! Keine Gnade! Da! Schnappt ihn euch! Achtung! Granate! Granate! Da ist der Bastard! Autsch, ein Frontalangriff auf Babys Ego. Ich krieg eine Krise. Das ist jetzt nicht wieder passiert, ne? Ah! Gott, ey. Okay. Das ist einfach nicht passiert. So. Der Eingang ist gesichert! Sammeln, Ulas! Vorsicht, in Deckung! Komm her, du Stück Scheiße! Jetzt haben wir ihn! Jetzt nehmen wir den Rest des Dorfs ein! Verteilt euch, los, los! Befreit diesen heiligen Ort von dem Gestank der Regierungswürmer! Deckung! Feind am Boden! Techniker wurde getötet! Natürlich wurde der getötet! Auf sicher! Ich krieg die Krise. Leute, was habe ich denn da für Leute mitgekriegt? Die hinterletzten Papp-Soldaten oder die Soldaten, die ihr Land zurückhaben wollen? Bitte wie Söldner, um genau zu sein. Sind ja keine richtigen Soldaten. Oh, ich krieg die Krise. Leute, das ist das, was mich ankotzt bei meinem PC momentan, ne? Ja, der Eingang ist gesichert. So. Sammeln, Ulas! Setz Granaten ein! Tötet ihn! Er ist tot! Deckung! Der ist geliefert! Los, weiterfeuern! Jetzt nehmen wir den Rest des Dorfs ein! An alle Einheiten! Eindringlinge aufhalten! Befreit diesen heiligen Ort von dem Gestank der Regierungswürmer! Hab ihn im Visier! Und der hält ja wirklich gar nichts aus, gerade der Techniker, sehe ich gerade. Warum beschützt ihr ihn dann nicht? Den Tempel sichern!
keine Gnade! Also schon, das verstehe ich halt echt nicht, warum sie dann den Techniker nicht zusammen alle schützen. Nein. Sie machen das alle einzeln. Bye bye, Baby. Heckenschützen, Ihr Job, Scorpio! Kein freies Schussfeld! Blute, Arschloch, blute! Feuer! Feuer! Wir haben diesen heiligen Tempel zurückerobert. Die Ahnen werden zufrieden sein. Ich habe ihn im Visier. Komm schon. Ich sehe das Ziel. Cool. Deckung. Vorsicht. Sie geht. Granaten. Halt zu sterben. Cool. Es bleibt! Tötet ihn! Wir haben's fast durch das Dorf geschafft! Heute werden unsere... Verdammt! Noch ein Geschütz! Am Schrein! Kümmern Sie sich darum, Scorpio! Ha, Sie können uns nicht aufhalten! Sie kommt wie gerufen. So, könntet ihr mal ein bisschen hinmachen? Ich habe jetzt auch nicht ewig Zeit. Okay. Position halten, während ich mich in ihre Kommunikation hacke. Beschützen Sie mich, Scorpio. Sie schicken Verstärkung. Diese Position muss verteidigt werden. Auf Abstand halten! Schön, wenn man nach der Landung nicht wegspringen kann so schnell, ne? Ach ja, ich kenne das. Scorpio, Sie sollten sich um diesen Helikopter kümmern! Moment noch, ich bin fast fertig! Ach, weiter, Heli, ne? Ja. Feind in Sicht! Supi. Scorpio! 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 So, die Meldung ist gesendet. Das Dorf gehört uns. Und jetzt haben wir auch hier die 100% somit auch erledigt. Sehr schön. So, und auch da fällt mir gerade auf, hier habe ich 2 blaue Punkte übersehen. Öffnet BDA. Okay. Grandios, grandios. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es insgesamt 3 Orte für jede Region. Und jetzt, glaube ich, sollte ich hier auch die Nebenmission den Ula Boys weitermachen, denn es hat was mit der Insel zu tun, die ich euch in einem der letzten Parts mal gezeigt hatte. Hochgeschätzter Serdadu, obwohl sie kein Ula-Blut in sich tragen, glaube ich, dass sie den Segen unserer Ahnen haben. So... Schwarze Kiste. Fünfzehn von 100. So. Heißt, nächste Folge wird doch nochmal eine Missionsfolge hiervon sein.
So wie die übernächste. Das heißt, es wird schwierig sein, jetzt das durchzusetzen, was ich eigentlich machen wollte, nämlich die Befreiung weiter fortzuführen. Aber das mache ich dann halt einfach ganz spontan nebenbei mit. So, nochmal schwarze Kisten. Dachte schon, wir hätten sie verloren, aber sie scheinen sie zu wittern. Ach komm schon. Naja, egal. Und wieder erschüttert ein feiger und brutaler Angriff der ultranationalen terroristischen Ula Boys das Land. Ziel des jüngsten Anschlags war das kleine Dorf Kampung Bahari, dessen unschuldige Bewohner von den Ulas in deren weltfremden Kampf für Gerechtigkeit und Vergeltung auf offener Straße mit traditionellen Mandaus abgeschlachtet wurden. Gut, wie dem auch sei, ja komm, wenn ich schon in der Nähe bin, nehme ich das noch mit. Einfach weil es ein Kilometer in der Nähe ist. Der andere wäre zu weit rechts. Wer weiß, vielleicht nehme ich den anderen auch noch mit. Liegt ja alles noch offen. Und wer weiß, vielleicht mache ich auch einfach die Folge länger. Wer weiß das schon. Bei Just Cause muss ich sowieso mit allem rechnen, weil ihr wisst ja selber, wie lange das Projekt dauern kann, wenn ich jetzt nicht einfach längere Folgen mache. Ah. Wirklich. Na also. Ja gut, dann mache ich doch nochmal den mit. Sie haben einen der Schädel unserer Ahnen gefunden. Gehen Sie vorsichtig damit um. Er ist von einer mächtigen Magie beseelt. Auch hier möchte ich auch mal darauf hinweisen, mitten im Part mal wieder, denkt dran, also sofern sich das noch nicht geändert haben sollte, haltet immer einen 2 Meter Abstand voneinander. Solltet ihr zusammenleben, natürlich kann man sich dann ganz normal verhalten. Aber wirklich, wenn ihr merkt, okay, hier, es könnte sein, dass irgendwas unmittelbar passieren könnte, erkrankungsmäßig, dann nehmt Rücksicht auf eure Mitmenschen. Und versucht natürlich so schnell wie möglich euch in Behandlung zu geben. Klar, keinem gefällt es, lange im Krankenhaus zu sein. Klar, gefällt es auch keinem, lange in Quarantäne zu leben. Aber nur so können wir die Verbreitung, wie auch Ausbreitung dieses Viruses... Moment, ist das, ich glaube Bakterium, Virus? Auf jeden Fall können wir so das vermeiden, dass er sich noch weiter ausbreitet. Und auch somit können wir vermeiden, dass er überhaupt noch Bestand haben wird, lange. Jeder, der schon mal Plug Inc. Wolf gespielt hat, ganz kurz als kleiner Seitentipp, also Spieltipp, falls ihr noch ein Spiel für die Zeit sucht. Dabei handelt es sich um ein Spiel, wo man ein Bakterium oder ein Virus auf die Welt loslässt und zusehen muss, dass sich die in die ganze Welt herausträgt. Was natürlich nicht so gut funktioniert, wenn ein Bakterium oder ein Virus tödlich ist, weil dann schnell gesucht wird nach einer Lösung, wie es ja der Covid-19, wie auch Corona derzeit, ja, macht, ne? Muss ich ganz klar mal hier an der Stelle festhalten. Er merkt, dass er etwas Falsches gemacht hat, ändert sich ein bisschen ab, also er wird weniger schlimm. Das heißt nicht, dass er harmlos ist, aber er mutiert natürlich dementsprechend und wird sagen, okay, hey, irgendwie funktioniere ich nicht mehr ganz gut. Ich versuche mal auf einen anderen Weg mich zu verbreiten. Und ja, ich sag mal so, wie es immer ist, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da wird uns sowieso wieder irgendwas Neues angreifen. Ich sag nur, wir hatten so viele verschiedene Arten von bakteriellen Infekten in den letzten paar Jahren. Ne? Da ist das eigentlich schon fast lächerlich, dass wir uns jetzt noch drüber im Kopf machen müssen. So, die zwei hole ich einen anderen Zeitpunkt. Ne? Ich kümmere mich jetzt lieber um den auf. Um diese Aufgabe, die beim Flughafen da drüben herumgeistert. Wortwörtlich. Noch einer unserer heiligen Schädel, Serdadu. Wollen wir jetzt unmittelbar in der Nähe des Flughafens heißt. Na, ich guck mal erstmal. 1,70 Kilometer in die Richtung. Ist halt wie 1,5 Kilometer. Ne? Oder wie jeder andere normale Mensch sagen würde, 1,5 Kilometer.
Bitte, die jetzt nur noch 1,1. Ja. Gibt ja zig Dutzend Varianten. Genau, könnt ihr eigentlich, das würde mich mal interessieren. Wie sagt, also was ist die häufigste Art, wie ihr es sagt? Also die Angabe von Kilometern. Sagt ihr 1, etwas oder sagt ihr 1 Kilometer und 4,0, also dann quasi nur die ersten Ziffern des 100ers, oder sagt ihr die komplett aus, also 1 Kilometer und 780 Meter? Würde mich mal ganz ehrlich tatsächlich interessieren, wie ihr euch verhaltet. Ist sogar ein Flughafen, den ich noch nicht übernommen habe, oder? Ich weiß es gerade nicht, ist das Problem. Deswegen beeile ich mich mit der Annahme der Mission. So. Auch hier wieder. Hören Sie, Scorpio, für diese lange Reise brauchen Sie ein Flugzeug. Ich erkläre Ihnen alles unterwegs, Herr Dadu. Es ist, was ich denke. Okay, genial, genial, genial. Ich habe nämlich nur das Anfang vom Video gesehen, also vom dementsprechenden. Und da war die Rede von, wir müssen das Flugzeug nehmen. Hantuin, ja, es ist das, es ist es. Okay, okay. Ich freue mich, ich freue mich. Okay, erzähl, sag an. Eine unserer Sonderlieferungen wurde über einer Insel in der Nähe abgeschossen. Genauer gesagt, ist eine ganze verdammte Drogenraffinerie futsch. Das Rohopium, das Labor, alles. Sie müssen zur Absturzstelle auf Hantu Island und mit dem Piloten die Fracht wieder beschaffen. Bringen Sie sie zum Strand. Ich lasse sie dort abholen. So, wir können drin bleiben. Wir haben genügend Leben mittlerweile. Niemand geht normalerweise dorthin. Es gibt Gerüchte, dass Flugzeuge einfach abstürzen und Schiffe im Nebel verschwinden. Man hört nie wieder was von ihnen. Wir dachten, es wäre eine fantastische Route für unsere Schmuggelgeschäfte, weil sich nicht einmal das Militär dorthin wagt. Aus gutem Grund anscheinend, ja. Eins noch, Serdadu. Etwas stimmt mit den Sendern an der Fracht nicht. Sie werden irgendwie blockiert. Vielleicht ist es dieser alte Fluch, von dem meine Großeltern mir erzählt haben. Sie sagen, auf der Insel spuken die Seelen toter Kannibalen herum. Ich habe noch nie die Seele eines toten Kannibalen gesehen, glaube ich. So, jeden Augenblick kommt wieder der Impuls, ihr wisst es ja. Rauchsignale? Sind wir hier am Rio Grande oder was? Das Feuer hat bestimmt unser abgeschossener Bruder angezündet. Nichts wie hin, Scorpio. Oder kommen wir rein ohne Impuls? Nein. Ich kann Sie nicht mehr hören. Sind Sie da? Ja. Irgendetwas muss die Übertragung blockieren. Irgendetwas Großes. Also wir hören ihn aber, ne? Oder was? Leute. Logikfehler des Spiels einmal bitte applaudieren. Also wenn er uns schon nicht mehr hören kann, quasi von der Logik her, mal zu schulden. Mann, dann können wir ihn froh, auch Sie zu sehen, hören. Freund. Sie haben keine Ahnung, was für seltsame Sachen hier vorgehen. Sri schickt sie, richtig? Er schickt sie, um mich zu retten, oder? Ich bin wegen der Fracht hier. Gut, Sie wollen mich also nicht töten. Steigen Sie in den LKW und fahren Sie. Ich zeige Ihnen die Donnermaschine und die 100 Jahre alten japanischen Infanteristen. Wir wurden vor ein paar Tagen vom Himmel geholt. Und seitdem versuche ich, Sie zu erreichen. Aber es gibt hier irgendein veraltetes Gerät, das einen elektromagnetischen Impuls aussendet. Und jetzt kommt's. Die kaiserliche japanische Armee hat es im Zweiten Weltkrieg installiert. Und wissen Sie was? Die sind noch hier. Echt? Das ist kein Witz. Ein Haufen wahnsinniger Hundertjähriger mit Gewehren und Kanonen. Die glauben, dass immer noch Krieg ist. Sie haben uns vom Himmel geschossen und alle meine Brüder wurden getötet. Nach diesem kleinen Abenteuer können Sie diesem Sri Irawan sagen, dass er mich viel besser bezahlen muss, wenn ich weiterhin für ihn arbeiten soll. Tun Sie mir einen Gefallen, Kumpel, und halten Sie den Mund. Vor allem dafür kann er ja nichts, ne? Für die kannibalistischen japanischen Militärangehörigen, die hier was installiert haben im Zweiten Weltkrieg. Was zum Teufel? Ja, das ist sie. Kaiser Hirohitos Geheimwaffe. Irgend so ein Teufelsgerät, das Schiffe versenkt und Flugzeuge zum Absturz bringt. Ich habe ja schon viele verrückte Dinge in meinem Leben gesehen, aber hey. Ich erkenne diesen Ort.
Wir sind gleich da. Ach so, schön, ja. Das ist das Urlaub. Boy. Flugzeug. Ja, toll. Ich sehe auch so viel, ne? Also, ihr seht gerade mein Problem. Der Boden versinkt im Boden. Wir sind da! Ja. Tucker hier hoch. So, jetzt würde ich kurz mal wieder eine Zeit lang hängen. Ich würde mal sagen, wenn es gleich weiterläuft, ich mache mal ganz kurz einen Speichermoment vielleicht. Oder nein, viel besser. Ich mache gleich einen Folgenumbruch. Denn ich muss mal wieder Wasser lassen. Und dann kümmere ich mich darum, weiterzumachen. Aber erstmal gucken, was jetzt noch kommt. Ah, komm. Mach ihn nie. Spiel. Okay, wenn es doch jetzt länger dauert, mache ich natürlich vorher einen Cut. Ja, hatte ich grafikbedingt weggehangen. Dann kümmere ich mich doch wohl erstmal darum, den Druck von der Blase zu kriegen. Immerhin habe ich jetzt 3 Parts gerade am Stück aufgenommen. Ich lade die Fracht auf den LKW. Und sie. So, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier kurz einen Cut. In der nächsten Folge geht's weiter. Entschuldigung an der Stelle, dass ich mitten in einer Mission einen Cut setze, aber es ist dringend. Und von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao!